So, Duisburger Straße, Oberhausen-Lierich, das Ensemble um den Pauluspark, der zum Teil abgesperrt ist. Auf jeden Fall ist der Spielplatz abgesperrt, das Jugendheim ist zu, das Gemeindehaus ist zu, die Kirche ist auch zu, aber für euch machen wir heute mal eine Ausnahme. Unsere feste Burg, die jetzt gegen die Sonne nicht so gut zu sehen ist. So, ich mache mal ein bisschen das Licht weg. So, der achteckige Kuppelbau von Heinrich Behrens, 1905 erbaut, 1906 eingeweiht. Wie man hier sehen kann, steht euch jetzt exklusiv offen. So, hier noch mal ein Blick in den Park, der für unsere Gemeindeglieder, unsere Kinder und Jugendlichen super wichtig ist. Dank nochmal an alle, die den Spielplatz gesponsert haben. Der war nicht billig und der macht seit einigen Jahren richtig Freude. Und jetzt gehen wir mal rein. Ups. Aber für euch machen wir offen. Wenig Informationen. Es gibt ja auch derzeit recht wenig. Ah, guck mal, da ist noch das Stadtwappen von Vileika in Weißrussland, unserer Partnergemeinde. Ja, so, gehen wir mal rein. Die ganzen Nebenräume, denn die Kirche ist nicht nur die Kirche, sondern auch mit ganz vielen Nebenräumen gespickt. Mit Treppen ins erste Stockwerk. Aber wir interessieren uns natürlich heute für die Kirche und die Konfirmandenkerzen, auch vielleicht weniger. Gehen wir mal rein. Wie ein Baptisterium, wie eine Taufkirche. Und deswegen steht das Taufbecken, die Taufschale, auch in der Mitte der Kirche als Ausgangspunkt des christlichen Glaubens. Und wenn wir weitergehen, dann finden wir tatsächlich den Altar, den Abendmahlstisch mit 12 Säulen, die 12 Stämme Israels, die 12 Jünger. Und hier die Taufkerze, die überarbeitet wurde, sodass sie in der Osternacht entzündet werden kann bei unseren Täuflingen des letzten und diesen Jahres. Das Einzige, was noch an alten Bänken erinnert, das sind diese beiden Presbyteriumsbänke. Die Kanzel, die wird gerade etwas umgebaut bzw. repariert. Sonst stände die jetzt direkt da dran und da wäre auch wahrscheinlich der Boden da. So. Das ist einmal der sonntägliche Blick in die Gemeinde. Da oben die Orgelempore und da wollen wir jetzt auch mal eben hochgehen. Die Sakristei, denke ich, da hinten, die sparen wir uns. Da ist nur Technik und das, was sonst noch so alles in der Sakristei sich verbirgt. Hinter den Türen verbirgt sich die Küche, das Kirchencafé und das Lager. So. Dann wollen wir den hell durchfluteten Kirchraum mal wieder verlassen mit den großen Fenstern, die nach der großen Sanierung in den 90er Jahren erstmal wieder freigelegt werden mussten. Ansonsten hast du einen Platz in der Kirche für normal 200 Menschen. Wenn du alles voll bestuhlst, inklusive Empore, schaffen wir 400 Menschen rein. Zur Konfirmation und zu Weihnachten immer noch vonnöten. Die Kirche ist ein Gemeindezentrum. Das war sie auf jeden Fall bis in die 50er Jahre, als sie von der Christuskirchengemeinde in Altoberhausen unabhängig wurde, in den 60er Jahren. Und dieses Zentrum existiert immer noch, auch wenn wir jetzt schon längst mit der Gemeinde in Altstadt und Buschhausen fusioniert sind. Die Pauluskirche, liebevoll von den Lierichern auch der Dom genannt, wegen seines Kuppelbaus. Ja,
Die Orgel, die dringend saniert werden muss. Die elektrische. Aber die können wir jetzt deswegen auch nicht hören, weil keiner sonst hier ist. Das ist der Blick von oben nach unten. Dort verbirgt sich noch ein Kerzenleuchter, der extra angefertigt wurde und wo man Kerzen anzünden kann. Der Flügel, der wird gerne genutzt. Der passt auch gut in die Akustik der Kirche. So, und damit ist die Kirchenführung eigentlich schon wieder vorbei. Ich könnte euch natürlich auch die ganzen Geheimgänge zeigen. Aber das mache ich nicht. Dafür müsst ihr einfach mal live in die Lericher Pauluskirche kommen. Vielleicht hat euch die kleine Kirchenführung ja einen Geschmack gemacht auf mehr. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Gottesdienst, den wir wieder gemeinsam feiern dürfen. Bis dahin, in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, kommt gesund durch diese Tage, bis die virtuelle Kirchenführung von einer echten Kirchenführung abgelöst werden kann. So, Ordnung muss sein. Hier erinnert noch ein Bild an die Eröffnung der Pauluskirche 1906. Da war die Kirche das einzige in weit und breit. Und mit diesem Bild in den Innenraum verabschieden wir uns aus unserer Kirche. Tschüss.